Verzicht auf Überflüssiges, Konzentration auf das Wesentliche. Dieses Credo wird bei Bulthaupt seit jeher verfolgt. Innovative Technologien finden ihren Einsatz überall da, wo sie konsequenter Gestaltung und praktischem Nutzen dienen. Zum Beispiel beim Einsatz einer innovativen Lasertechnik für Laminatfronten, bei der sich Flächen und Kanten ohne sichtbare Fugen miteinander verbinden lassen. Laminatkante und Oberfläche werden erhitzt und nahtlos verschmolzen. Der Vorteil? Bei der Verbindung wird auf den üblichen Klebstoff, der durch Vergeben sichtbar werden kann, verzichtet. Das fugenlose Ergebnis fasziniert durch ein Erscheinungsbild, wie es sonst nur lackierte Oberflächen erzeugen können, und beeindruckt zusätzlich durch höchste Qualität und die wirtschaftlichen Aspekte von Laminat. Der letzte Feinschliff der Kanten erfolgt per Hand, ehe die Oberflächen nochmals auf die gewohnte Bulthaupt-Qualität hin überprüft werden. Das Resultat? Konsequente Klarheit. Laminatfronten wie aus einem Guss. Ästhetisch, langlebig und pflegeleicht. Glanzvolle Oberflächen. Produziert bei Bulthaupt in Aich. Die Farbpalette der Brillant- oder Mattlacke ist breit gefächert. Neben speziellen Bulthaupt-Farben können unsere Kunden auch unter allen Farben der NCS-Farbpalette wählen. Alle Lackoberflächen produzieren wir nahezu unter Reinraumbedingungen. Dreimal werden alle Flächen und Kanten lackiert und entsprechend zwischengeschliffen. Eine perfekte Symbiose aus Technik und Handwerk. Für Brillantlacke polieren wir alle Flächen und Kanten auf Hochglanz. Vorder- und Rückseite in gleichem Maße. Eine effektvolle Tiefenglanzwirkung ist das Ergebnis. Die finale Politur der Kanten erfolgt manuell. Auch die Flächen werden nochmals perfektioniert. Bis zu einer Stunde maschineller und handwerklicher Arbeit stecken hinter einem lackierten Teil. Dann ist die hochglänzende Oberfläche perfekt. Qualität bei Bulthaupt hat viele Gesichter. Jedes Bauteil, jedes Material und jede Komponente erfährt während des gesamten Fertigungsprozesses eine permanente Prüfung. Im Prüflabor werden die Produkte wie im Zeitraffer den Praxisanforderungen unterzogen. Dabei reicht es nicht, nur die branchenüblichen Normanforderungen zu erfüllen. Vielmehr gilt es auch, der hauseigenen, sehr viel strengeren Qualitätsnorm gerecht zu werden. Tag und Nacht werden Türen geöffnet, Scharniere in Dauertests belastet und jahrelange Benutzung simuliert.
Der neue, exklusiv für Bulltaub entwickelte Drehschiebetürbeschlag wird intensiv auf Stabilität, Laufruhe und Handhabung getestet. 60.000 Betätigungen muss er über sich ergehen lassen, ehe er für gut befunden wird. Alle Oberflächen, ob Holz, Lack oder Laminat, werden Flüssigkeiten und Chemikalien ausgesetzt. Ob Senf, Ketchup oder Rotwein, kein Stoff, der in der Küche verwendet wird, darf Flecken hinterlassen oder die Oberfläche beschädigen. Dann ist da noch die Laserkante. Die fugenlose Verbindung muss im Wasserbad ihre Dichtheit unter Beweis stellen. In Serientests wird außerdem geprüft, ob die Kantenhaftung den strengen Anforderungen der Prüfingenieure entspricht. Am Ende folgt wieder der kritische Blick des Mitarbeiters, ehe ein Bauteil als Bestandteil der fertigen Küche dem stolzen Besitzer überreicht werden kann. Ein Furnier ist so unverwechselbar wie ein Gesicht. Die besondere Maserung des Holzes, die feine Zeichnung und der Farbton machen aus jeder Front ein Unikat. Die perfekte Verarbeitung unterstreicht den natürlichen Charakter des Holzes. Am Anfang steht die Furnierauswahl. Ein wichtiger Vorgang. Entscheidet er doch über die Optik und den einzigartigen Eindruck der künftigen Küche. Ob schlicht oder blumig, horizontal oder vertikal. Mit großer handwerklicher Erfahrung und viel Liebe zum Holz sucht der Furniermeister die passenden Furnierbunde für jeden Kunden aus. Handwerkliche Sorgfalt und präzise Maschinen gewährleisten durchgängige Qualität bei der nachfolgenden Furnierverarbeitung. Zunächst werden die Furnierblätter zugeschnitten. Kante zu Kante werden sie anschließend miteinander verbunden. Eine unsichtbare und absolut dichte Fugenverbindung entsteht. Die präzise Kontrolle jeder einzelnen Fugenverbindung ist die Voraussetzung für die weitere Verarbeitung. Neben den gängigen Furnieren bieten wir Kunden auch die Möglichkeit, individuelle Sonderfurniere zu bestellen, wie diese 200 Jahre alte Olive. Sie werden einmal mehr auf Qualität und Durchgängigkeit geprüft, denn wie man sieht, ist Olive nicht gleich Olive. Bisweilen treffen wir auf besondere Raritäten. Diese Mooreiche lag 2000 Jahre lang in der Donau bei Linz, ehe sie für eine Bulltaub B3 verarbeitet wurde, dank der langjährigen und exklusiven Kontakte unseres Furniermeisters. Die erneut zugeschnittenen Furnierblätter werden unter Druck und Hitze dauerhaft mit dem Trägermaterial verbunden. Jedes Werkstück überprüfen wir anschließend auf Verarbeitungsqualität. In präziser Handarbeit erfolgt dann der Feinschliff der Kanten. Nichts entgeht den geschulten Augen unserer Mitarbeiter bei der folgenden Qualitätsprüfung. Nur aus einem Stamm gefertigt,
kann die Struktur einer furnierten Küchenfront gleichmäßig wie die eines Baumes verlaufen. Wir bewahren die restlichen Furnierblätter eines Stammes für Reparaturen oder Nachbestellungen daher bis zu 6 Monate für sie auf. Zuletzt wird das Furnierbild noch einmal auf Stimmigkeit überprüft. Das Ergebnis ist einzigartig, in jeder Hinsicht.